Hey! Holy shit! Ich bin viel zu heim. Oha! Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Wir haben ein bisschen was aufzuholen, ja? Wir müssen wieder den kleinen Usain Bolt hier reinschmeißen, Freunde. Wir sind nämlich heute am Start mit Jamule und Overdose, produziert von A-Side. A-Side, Freunde. Which side? A-Side. Es ist immer so, Freunde. A-Side rasiert hier in letzter Zeit wieder abnormal mit den Beats. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier bei Overdose für ein Beat haben. Ich habe noch nichts gehört. Das Song ist jetzt aber schon 10 Tage draußen. Ich bin sehr, sehr spät dran. Obwohl Jamule gerade einer meiner absoluten Favorite-Künstler ist. Haben wir uns diesen Song noch nicht gegeben. Deswegen freue ich mich umso mehr drauf, dass wir das jetzt haben. Wir haben noch Jamule und Wastel zusammen. Und wir haben eine Studio-Session von Jamule, die wir uns auch noch ansehen werden, die auf dem Futura-Kanal hochgeladen worden ist. Die werden wir uns geben zusammen, also haltet danach, Freunde, Ausschau auf jeden Fall mit eurem Fernglas, holt es raus. Und jetzt würde ich sagen, holen wir unser Fernglas raus und gucken bei Jamule mit Overdose zu. Ich werde euch, Freunde, natürlich ganz in alter Gewohnheit das Album, das neue Album von Jamule in die Beschreibung packen. Kauft es euch gerne auch im angepinnten Kommentar, vorbestellen, sold, heißt das Ganze, dann könnt ihr supporten. Und ihr wisst, Freunde, Albumboxen steigen im Wert, sind schnell vergriffen. Seid schnell, Freunde, ja? Ansonsten, das Video ist eine Sky Vision Studio Production. Wir jumpen direkt rein. Let's go. Ihr wisst ja, Jamule, einer meiner Lieblingskinder in meiner kleinen Krippe, die ich habe, ja? Ich liebe ihn. Nine Mile Wodka zu empfehlen. Bist du aber Robin, ich Arriba. Gib mir mehr Gasolina, mehr Sativa. Hey, puff, puff, Pesau. Hey. Holy shit. Was für ein Beat-Einsatz. Was für ein Bass. Oh, ich liebe sowas, wenn mal am Anfang der Song so ein bisschen in Lo-Fi-Quality ist, ja. Und dann so der Beat-Einsatz und alles so ein bisschen größer ist als erwartet. That's what she said. Gib mir mehr Gasolina, mehr Sativa, hey. Puff, puff, pass out. Mächtiger Beat. Fühlt sich an wie eine Overdose. Lass dich fallen, dann ich pass auf dich auf. Ich würde auch sagen, Jamule würde auch auf mich aufpassen. Freiwillig sogar. Wissen viele nicht, aber er war auch mein Babysitter für 10 Jahre lang. Lass dich fallen, dann ich pass auf dich auf. Oha, hey, hoha, hey, ho, hey, hey, ho, hey, hey. Freunde, FSK 6 müssen wir hier bleiben. Schaut weg, Kinder, schaut weg. Geiles Video bis jetzt. Es ist simpel gehalten, so wir haben jetzt nicht den fettesten Aufwand in Anführungsstrichen, aber die Location macht's halt aus. Ich weiß nicht genau, wo er da chillt gerade, in welchem tropischen Lande, sagen wir einfach mal, es ist Shanghai. Es ist sehr, sehr nice, wie er da so in den Tropen chillt, ein, zwei Autos, ein, zwei Girls im Hintergrund und es passt einfach zu ihm. Es passt zu ihm. Sommer, kurze Hose, T-Shirt, Sonnenbrille auf, Haare nicht gemacht, einfach gerade aus dem Rausch aufgestanden gefühlt und jetzt fürs Video performen. Es passt einfach, es sieht nice aus so. Es hat sich jetzt gerade negativ angehört, aber es sieht nice aus, hat einen guten Vibe. Bin viel zu heim. Ich liebe diese kurzen Pausen. Diese kurzen Pausen, die er immer macht. Dieses bin viel zu high, Mann. Er kann gute Pausen setzen, Freunde. Er kann gute Pausen setzen, wie der Lehrplan in der Schule. Bin viel zu heimer. Heftiger Beat. Mich vor den Geistern. Getönte Scheiben, wenn wir an dir vorbeifahren. Auch da schon wieder. Getönte Scheiben, wenn wir an dir vorbeifahren. Sehr, sehr schöner Flow, Mann. Jamule wird oft immer nur als Musiker gesehen, weil er eben, oder oftmals so nur für seine Musikalität gepraised. Was ja auch gut ist und richtig, weil er einfach der Hookmaster ist, in my opinion. Aber er kann auch einfach verdammt gut rappen und er hat so einen guten Flow immer und er changed den immer. Es sind diese Kleinigkeiten, diese kleine Würze, die es ausmacht, Freunde, ja? Meine Liebe schützt mich vor den Geistern. Getönte Scheiben, wenn wir an dir vorbeifahren. Deine Einnahmen sind für mich Kleinkram. Mach nicht auf Day One, wenn du mich gerade erst kennst. Mach nicht auf Player, wenn du meine Reste bangst. Oh, ich mag auch gerade die Stimmlage sehr gerne. Und dann in den Adlibs eben dieses typische Jamule etwas höhere mit Autotune drauf. Und hier so seine Laid-Back-Stimmlage passt sehr gut zusammen. Mach nicht auf Day One, wenn du mich gerade erst kennst.
Mach nicht auf Player, wenn du meine Reste bangst. Mach nicht auf Gamer, nice. Du bist nicht mal in den Trends. Und hast keine Fans. 1942 Tequila. Ich mag's auch wie so in der Pre-Hook so. Dass so langsam aufgebaut wird. Einfach, es wird so das Tempo noch kurz rausgenommen und dann, wenn der Beat-Einsatz, geht's richtig los. Ich mach das gerne mal. Und hast keine Fans. 1942 Tequila. Bist du Abajo, bin ich Arriba. Gib mir mehr Gasolina, mehr Sativa. Hey, puff, puff, Persa. Oha! Freunde, es sieht in diesem Video jetzt nicht ganz danach aus, aber es wurde der coronamäßige Mindestabstand eingehalten. Das ist durch die Linse, durchs Objektiv kann man das schwer sehen, aber alle haben tatsächlich 1,5 Meter Abstand hier. Es sieht wirklich so aus, aber Jamul ist auch sehr klein und die Frauen sind auch sehr groß. Und die stehen sehr weit auseinander, deswegen wisst ihr, es ist alles, es ist regelkonform hier. Ich hab nachgefragt. Ey, ich würde auch gerne ein bisschen mehr von Jamule sehen. Ich sag's, wie es ist. Also, ich habe das Video jetzt wegen Jamule angeklickt und nicht wegen irgendwelchen anderen Personen hier. Das finde ich, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Ich hätte auch gerne noch mal mehr Aufnahmen von Jamule gesehen. Ich sag's, wie es ist. Oh, dem im Auto hören, diesen Song. Den im Auto hören. Und wenn es irgendwann auch wieder wirklich erlaubt ist, auf so Sommerpartys, Sommerabendpartys, Poolpartys, diesen Song hören. Ha! Ah. Warum guckst du weg? Ich weiß, du hast mich erkannt. Ich hab nicht weggeguckt, ich schwöre es dir, Bro. Ich habe dich erkannt. Sind wir im Problem, wir sind fast schon bestand. Ey, dieser Beat ist krank. Props an A-Side nochmal, Props an A-Side. Und ganz kurz auch mal Real Talk. Ich mach ganze Zeit wirklich viele Jokes, I'm sorry. Ich kann es leider nicht zurückhalten. Aber der Song ist wirklich, wirklich nice. Es ist natürlich kein textliches Meisterwerk, was Jamule ja aber auch gar nicht möchte. Er möchte hier nicht die Doppel-Dreifach-Reimketten wie Kollega machen oder so. Er möchte einen guten Sound haben, einen entspannten Hit irgendwie machen, so den man sich geben kann zu so einer Zeit. Gerade auch das, was im Musikvideo gezeigt wird, sowas. Und das schafft er einfach. Diese Attitude, diese Musikalität, das ist einfach einzigartig, finde ich so. Wieder mal werden Batzen verbrannt. Ich brauch Reis in meinem Glas, doch noch mehr an der Hand. G&Co, ja, kein Fugazi. Ein Jet, ja, Private Party. Deine Ex, ja, meine Barbie. Ninios back, ja. Puff, puff, pass out. Oh, einfach ein Ohrwurm. Wer da keinen Wurm später heute Nacht aus seinem Ohr rausziehen kann, der hat irgendwas falsch gemacht im Leben, ich sag's dir so. Ich brauch auf den Metalway Bounce. Fühlt sich an wie eine Overdose. Lass dich fallen, denn ich pass auf dich auf. Leben im Haus, puff, puff, pass out. Der Mann kann einfach nur Hits schreiben. Der hat gerade so viel Output wie gefühlt kein anderer Rapper. Jede Woche kommt gefühlt ein neuer Jamule-Song raus mit Wasted zusammen, mit Nemo zusammen. Solo-Song, dann wieder ein Solo-Song. Es ist krass einfach, was er für Output hat und nicht an Qualität verliert. Was ist das für ein Beat, A-Side, Bruder? Komm in meine Arme, A-Side. Auch Real Talk, nices Video, Mann. Irgendwie, das Video hat so einen Vibe irgendwie. Es ist das, was wir gerade alle wollen. Einfach eine Party machen, irgendwie ein bisschen feiern gehen, so. Wir können es obviously nicht und es ist nicht schlau, sowas zu machen. Aber trotzdem ist es einfach so, man verbindet direkt einen guten Sommervibe damit. Die Sommersongs kommen, Freunde. Geil, Mann. Ich bin glücklich einfach. Ihr wisst, ich liebe Jamule so immer noch. Wir haben eine offene Beziehung, die wir führen zusammen. Er weiß davon nichts, aber ich bin informiert und das reicht. Und ich freue mich gerade, dass wir jede Woche gefühlt einen neuen Song haben, einen neuen Hit von ihm. Und ich freue mich sehr aufs Album Sold, Freunde. Link zur Box ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Gönnt ihr euch, es sind nicht mehr viele da bestimmt, falls es überhaupt noch einer gibt. Ich habe nicht nachgeguckt, sorry. Dann gönnt euch gerne, Freunde. Ich habe sie auch schon vorbestellt und freue mich sehr drauf. Ansonsten, ich kann nur das sagen, was ich jetzt schon die ganze Reaction lang gesagt habe. Ich finde, das ist ein unglaublich starker Song wieder, der Hit-Potenzial hat und ein Hit ist. Ovum Factor hoch 10. Was Entspanntes fürs Auto über Boxen hören. Es geht, glaube ich, gut ab. Und man kommt direkt in eine gute Sommerlaune irgendwie. Ich freue mich einfach auf mehr, Freunde. Lasst mal eure Meinung rein. Ansonsten in den Kommentaren drin. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich, Freunde. Und ciao.